Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Mir geht es heute um das Thema Vertrauen. Vertrauen und Selbstvertrauen. Und dazu hat ja Linchi wunderbare Dinge gesagt. Deshalb zitiere ich ihn hier in der Version von Morinaga Roshi. Da heißt es: Meister Linchi sagte, die Übenden des Buddha-Dharma müssen zuallererst die wahre Einsicht erlangen, also ihr wahres Selbst erkennen. Wer das wahre Selbst erkennt, den können selbst Geburt und Tod nicht beflecken, denn er hat Ursache und Wirkung überschritten. Solch ein Mensch wandelt sich von Moment zu Moment und tritt frei in das Jetzt ein. Und ohne dass er dem nachjagt, was er liebt, kommt es von selbst zu ihm. Ihr alle, von alters her hatten die Vorfahren alle ein Hilfsmittel, um die Menschen aus der Verblendung zu ziehen. Auch ich habe solch ein Hilfsmittel. Was ich den Menschen zeige, ist nichts Besonderes. Es ist nur, sich nicht von anderen täuschen zu lassen. Lass die Kraft, mit der ihr ursprünglich ausgerüstet seid, unverzüglich wirken. Ihr dürft auf keinen Fall zaudern. Wo liegt der Grund, dass die Übenden, die den Buddha-Dharma erlernen wollen, die Essenz nicht erkennen können? Er liegt darin, dass sie sich nicht vertrauen können. Wenn euer Selbstvertrauen unzulänglich ist, dann sucht ihr nur hastig herum, werdet von verschiedenen günstigen oder ungünstigen Umständen umhergetrieben, verliert euch selbst aus den Augen und seid nicht frei. Wenn ihr den Geist, der von Moment zu Moment außerhalb herumsucht, aufgeben könnt, dann seid ihr, so wie ihr seid, Buddha an sich. Wenn ihr Buddha treffen wollt, ihr, die ihr hier vor meinen Augen den Dharma vernehmt, ihr seid es. Trotzdem ist euer Selbstvertrauen unzulänglich und ihr könnt nicht aufhören mit dem Nachforschen. Selbst wenn ihr mit so einer Vorgehensweise etwas erlangen solltet, so ist das Erlangte nur eine Vorstellung, eine gescheite Erklärung. Den Geist des lebendigen Buddha, euer wahres Selbst, könnt ihr damit letztlich nicht erlangen. Der Dalai Lama hat das neue Jahrtausend euphorisch begrüßt als ein Zeitalter, in dem Mitgefühl und
Verständigung regieren können. Er hat die Jugend dieses Jahrtausends aufgerufen, sich dafür stark zu machen, zu Rebellen des Mitgefühls und des Friedens zu werden. Wenn wir uns heute im Jahr 24, also nach dem ersten Viertel dieses angebrochenen Jahrtausends umschauen, dann müssen wir mit Bedauern feststellen, dass wir in einer Zeit der Verrohung gelandet sind. Wir sind umgeben von Maximen. Öffentliche Meinung in unserem Land besteht, verbreitet die Überzeugung, dass das eigene Glück und die eigene Zukunft im Überwältigen des Gegners, des Gegnerischen zu suchen ist. Diese Vorstellung, die bezieht sich nicht nur auf Kriege, sondern diese Vorstellung ist tief in unserem sozialen, kollektiven Körper verankert. Wenn ihr euch den Umgang mit Krankheiten, zum Beispiel Corona, anschaut, dann ist es da zu einer Polarisierung in unserer Gesellschaft gekommen, die das gegenseitige Zuhören unmöglich gemacht hat, fast unmöglich gemacht hat. Aber vorherrschend war das gegenseitige Zuhören in dieser Phase nicht. Im Gegensatz, es ging darum, wer gewinnt, die Verschwörer oder die Anhänger der Schulmedizin. Und ich kenne kaum eine Gemeinschaft, kaum eine Familie, die von diesem Konflikt nicht massiv beeinträchtigt worden wäre. Überall hat sich das ausgebreitet. Und was da coronamäßig passiert ist, das gilt ja für das Krankheitsgeschehen in unserer Gesellschaft ganz allgemein. Krankheiten werden angegangen, indem Mittel zum Ausmerzen und zur medizinischen Überwältigung oder zumindest zum Entschachhalten gesucht und gefunden werden. Allgemein ist nicht verbreitet, Krankheiten und das Krankheitsgeschehen ganzheitlich aufzufassen. Man könnte ja auch in Krankheiten Glockenschläge der Glocke der Achtsamkeit sehen, dass uns da etwas vom Universum geboten wird, das uns ermöglicht, neu nachzudenken über unsere Lebens- und Medizingewohnheiten. Wir sind davon weit entfernt. Keiner sieht Krankheiten als ein Geschenk des Universums für neue Einsichten an. Wir versuchen immer wieder an Teilproblemen herumzulaborieren und wir sehen einfach nicht den Gesamtzusammenhang. Die wechselseitige Abhängigkeit, die wechselseitige, gegenseitige Durchdringung der Existenz. Und wir ernten in einem Fort die Früchte der Trennungsideologie. Überall. Soll ich hier Migrationspolitik sagen? Ja, wo ist da der Weltzusammenhang? Wir hoffen, dass wir mit Frontex und anderen geeigneten Institutionen uns vom Zulauf anderer Weltbevölkerungsteile abschotten können und unser Schäfchen hier ins Reine bringen können.
Wir sehen nicht, dass es um eine neue Auffassung der Welt geht, der Menschheit. Dass wir endlich dazu kommen, uns als Menschheitsfamilie aufzufassen oder als planetarische Familie, wo jedes Mitglied zählt. Davon sind wir weit entfernt. Wir können beobachten, dass um uns herum viele Menschen, die uns nahestehen, seelisch erkranken. Es liegt darin, dass viele Menschen in diesem Feld leben, was krank macht. Die Arbeitsumgebung, die Essumgebung. Unsere Nahrung wächst auf Äckern heran, die Todeszonen für die Vielfalt des Lebendigen sind. Wir essen Pflanzen, die vorher mit Ackergiften großflächig eingedeckt wurden. Und die neuesten Untersuchungen zeigen, dass man in jedem bei uns lebenden Menschen Glyphosat, den Vernichter der Insekten- und Pflanzenvielfalt, nachweisen kann. Was macht das mit uns, dass wir diese Todesdroge in uns tragen? Wie wirkt das auf unseren Geist? Wer hat sich damit beschäftigt? Ja, und nicht zu vergessen, dass unsere Gesellschaft Kriege finanziert, die auf die Überwältigung des Gegners abzielen und die eine Politik verfolgt, in der ständig neue Gegner auftreten, ständig neue Feinde. Wir produzieren die ganze Zeit Feinde um uns herum. Wir sehen keine Wege, wie man Feindschaft in Freundschaft verwandeln kann. Nein, wir wollen ein Modell von Gesellschaft der Welt überstülpen und dafür zahlen wir alles, was wir können. Also, die Überwältigung des Gegners, das ist das Wesen des Krieges. Und in diesem Denkmilieu ist der Begriff Frieden oder Frieden durch Verhandlung zum Fremdwort geworden. Man wird verfemt, wenn man sich dafür stark macht. Auf der anderen Seite bewirkt es, dass Menschen wie wir hier, die wir natürlich nicht an der Überwältigung von Gegnern interessiert sind, dass wir uns wegducken. Es ist schrecklich, von diesem Milieu der Verachtung und der Überwältigung umgeben zu sein. Und da ziehen wir einfach mal für eine gewisse Zeit den Kopf ein und setzen dem nichts entgegen. Es ist ja auch die Frage, was ist die Tendenz, die zur Heilung, zum Ausgleich, zur Verständigung beitragen kann? Was kann uns denn überhaupt der Haltung, die Welt als integrierte Menschheits- und planetarische Familie aufzufassen, näher bringen? Meine Überzeugung ist, wir können die derzeitige Weltsituation zum Ausgangspunkt einer neuen Zusammenarbeit machen, zu einer Zusammenarbeit auf energetischem Niveau, indem wir die essentiellen Energien unseres Universums zum Ausgangspunkt machen. Das Universum oder, wie wir sagen, der Buddha-Dharma,
der regiert diesen Planeten schon viele Milliarden Jahre. Der hat die fünf großen Phasen des Aussterbens von Lebewesen überstanden. Er hat sie wahrscheinlich gestaltet. Und er ist spürbar als essentielle Kraft hinter allen Bewegungen im Universum. Also, was brauchen wir? Wir brauchen vor allem das nötige Vertrauen, um mit diesen essentiellen Energien unseres Universums mitgehen zu können. Und wir brauchen natürlich auch die Möglichkeit, innezuhalten. Eine wichtige Übung im Buddhismus ist Samatha. Samatha ist die Übung, den bisherigen Lauf der Dinge in unserem Leben zu stoppen. Zu sagen, na, es geht jetzt hier nicht mehr weiter, so wie ewig. Business as usual is out. Samatha ist angesagt. Stopp! Nicht auf demselben Weg immer weitergehen. Stopp! Wachstumsideologie. Stopp! Wachstum durch Ökotechnologie. Nee, das ist alles nicht, sich den essentiellen Gesetzen des Universums anzunähern. Wir brauchen einen echten Neuanfang. Und Samatha ist wichtig, dass wir es schaffen, innezuhalten. Wir brauchen ja erstmal den Raum, den inneren Raum, um überhaupt etwas anderes zulassen zu können. Wenn wir verstrickt sind in dem üblichen Vorgehen in unserer Gesellschaft, dann gibt es diesen Raum nicht. Dann gibt es nur den Weg der Lemminge. Und der Weg der Lemminge ist, einer geht voran, alle anderen gehen hinterher und man landet im Abgrund. Das wollen wir hier nicht. Wie können wir also dieses Vertrauen oder dieses Selbstvertrauen erlangen, dass es uns ermöglicht, innerlich erstmal die Basis dafür bereitzuhalten, dass ein essentieller Wandel geschehen kann. Ja, und da bin ich immer wieder überrascht, um unseren guten alten Rinzai, der nun schon über 1000 Jahre tot ist, aber doch ganz schön viel Power hinterlassen hat, wie wir etwas tun können für unser Selbstvertrauen. Und eins ist klar, das Selbstvertrauen, was jetzt Rinzai meint, das basiert nicht auf dem Selbst oder Ich, dessen Existenz wir für gewöhnlich annehmen. Es geht nicht darum, als Ich Selbstvertrauen zu haben. Nee, es geht darum, wirkliches Selbstvertrauen zu haben, in das Selbst. Und dazu müssen wir natürlich das Selbst auch entdecken und in uns dazu eine Verbindung herstellen. Also das Selbst, von dem Lindschi spricht, wenn er das Wort Selbstvertrauen gebraucht, das ist die Erkenntnis des ursprünglichen, alles durchdringenden Selbst, das er auch als die wahre Einsicht bezeichnet.
ein Selbst, was nicht alles durchdringt, was nicht die Wechselwirkung akzeptiert, was meint, man könnte mal so zwei schöne Kurse mitmachen und anschließend mit gestärkter Brust sich wieder dem Leben da zur Verfügung zu stellen. Das ist es nicht. Es ist das Selbst, das alles durchdringt, was wir versuchen zu entdecken und zu dem wir einen Bezug herzustellen versuchen. Und das durchdringt alles. Ja, da stöhne ich so leicht. Tut mir leid. Ja, also das Anhalten bezieht sich nicht nur auf unsere physischen Bewegungen. Das Anhalten ist vor allem ein Anhalten im Geist. Nietzsche sagt, die kleinste Bewegung eures Geistes erzeugt die drei Welten des Anhaftens. Ihr folgt den Dingen, die ihr antrifft, werdet von Umständen beeinflusst und werdet von dem, was ihr seht, hört, riecht und so weiter, gefesselt. Und die sechs Arten des Staubes entstehen. Nur weil ihr euch davon fesseln lasst, wird es zu Staub. Dieser Zustand des Geistes, der leicht zu fesseln ist, entsteht aus dem Nichtvertrauen in euch selbst. Was fehlt eurem Wirken, das sich entsprechend den Dingen äußert? In einem Moment tretet ihr in das Reine, in das Schmutzige, in den Palast von Maitreya, in die Reiche der drei Augen. Frei und ungebunden geht ihr an alle Orte, aber egal, wohin ihr auch geht, es hinterlässt keine Spuren und ihr seht, dass unabhängig davon, ob es sich um rein oder beschmutzt handelt, um den Palast von Maitreya oder die Länder der drei Augen, es alles nur leere Namen sind, ohne Substanz. Wenn wir an den Punkt kommen können, dass wir das Selbst berühren können, das namenlos bleibt, obwohl es überall wirkt, wenn wir da mitgehen können, dann haben wir einen riesigen Schritt gemacht. Es gibt ein Sutra, das Sutra der Vertrauenerweckung. Da heißt es, wenn ihr von irgendetwas eingenommen werdet und das Wirken des ursprünglichen Geistes stockt, dann entstehen die verschiedenen Probleme. Wenn der Geist, der ins Stocken geraten ist, anfängt, natürlich zu wirken, dann vergehen die verschiedenen Probleme. Wie können wir das also hinbekommen, natürlich zu wirken? Ohne Konzept, in ständiger Resonanz mit dem wahren, universellen Selbst. Nietzsche hat diesen Geist in seinem Leben verwirklicht. Und er hat ihn auch ausgedrückt, ohne Rücksicht auf andere, könnte man sagen. Ein berühmtes Beispiel ist, wie Nietzsche
da Kiefern pflanzt um seinen Tempel. Wang Po fragt ihn, warum pflanzt du hier tief in den Bergen so viele Kiefern? Lin Shi sagte, erstens wegen der Landschaft um den Tempel, zweitens um den Menschen danach ein Zeichen zu setzen. Dann stieß er erneut mit seiner Hacke dreimal auf den Boden. Wang Po sagte, dem mag so sein, aber du hast bereits 30 Schläge von meinem Stock gekostet. Lin Shi nahm nochmals die Hacke, stieß damit dreimal auf den Boden und machte einen tiefen Atemzug. Wang Po sagte, mit dir wird meine Lehre in der Welt gedeihen. Der Lin Shi kümmert sich nicht um seinen Lehrer. Er macht jetzt, was ihm aus der Verbundenheit mit dem Buddha Dharma als richtig erscheint, was er einfach umsetzt. Es ist einfach in Wirkung gehen. Und dieses Pflanzen der Kiefern ist natürlich berühmt, weil diese sozusagen der Ausgangspunkt der Ausbreitung der Lehre von Lin Shi war, Pflanzen von Kiefern. Und der Myoshinji-Tempel in Kyoto, um diesen Tempel herum sind lauter Kiefern gepflanzt worden. Und als der Roshi hier nach Steierberg kam und wir da geguckt haben, was könnte ein geeigneter Raum für eine künftige Sendo sein, hat er die ganzen alten Kiefern drumherum gesehen. Hat er schon gesehen, dass Lin Shi schon längst bei uns angekommen war. Da brauchte er nur noch sagen, der Name ist Choka-Sendo, ja? Alles andere war schon da, nach seiner Einschätzung. Die Kiefern. Heute sind die Kiefern problematische Bäume und wir machen uns Gedanken über die Verbreitung von Mischwäldern. Aber die Kiefer als so ein Symbol der Beständigkeit hat immer noch ihren wichtigen Stellenwert. In Nordamerika gibt es eine Gegend, in der wachsen bestimmte Kiefern. Die nennen sich Bristlecone Pine, Pinselspitzenkiefern. Die ältesten dieser Bäume sind 14.000 Jahre alt und leben immer noch weiter. Wir haben viele Entwicklungen der Menschen hier auf diesem Planeten überdauert. Und man kann hoffen, dass sie das auch noch weiterhin tun. Weil in ihnen legt der Dharma Zeugnis ab über sein wahres Wirken. Das ist nicht kurzlebig und das ist nicht zweckdienlich, sondern das ist einfach nur lebendig. Und zu diesem lebendigen Wirken des Dharma können wir jederzeit zurückkehren, indem wir anhalten und das Natürliche tun, was etwas anderes ist als das Normale zu tun. Und das wünsche ich uns, dass wir auf diesem Session unsere Fähigkeit, in natürlicher Verbindung mit dem Buddha Dharma zu sein und zu vertrauen, dass wir das hier stärken. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende.
Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.